Ja, hallo 3D-Druckfreunde. In diesem Video geht es hier um diese Leiter. Und zwar sieht man hier unten, da sind jetzt diese Kappen ab an den Füßen. Und zwar an allen vier Ecken. Und ich werde jetzt dazu dann 3D-druckmäßig dort neue Kappen ja erstmal erstellen und dann auch drucken. Und wie ich das mache, zeige ich hier in diesem Video. Als erstes werde ich mal hier die Maße nehmen, also hier die Außenmaße, dort und dort. Man sieht auch hier vielleicht schon, es gibt zwei unterschiedliche Größen. Also hier dieser Fuß oder dieses Profil ist größer als dieses Profil, sodass ich also insgesamt zwei Modelle erstellen muss und dann auch ausdrucken muss. Also jetzt nehme ich erstmal die Maße, Länge, also Länge und Breite. Dieser Bogen hier, den ignoriere ich erstmal. Der ist nicht so wichtig, weil ich will die Kappe hier drüber stülpen und nicht innen nur reindrücken, sondern außen, sodass ich hier wirklich nur die Außenmaße, die maximalen Außenmaße benötige. Zum Messen nehme ich hier einfach so einen Winkel, reicht aus, da braucht man jetzt keinen Messschieber oder so. Hier sieht man jetzt das Maß 24 und jetzt in der Länge schaue ich gleich auch nochmal. So, hier die Profillänge 40, ziemlich genau. Und so habe ich jetzt erstmal das Maß, ja, für das eine Profil. Das andere Profil ist etwas kleiner. Das andere Profil ist ungefähr 23 mal 36, ziemlich genau. Als nächstes messe ich hier noch den Winkel bei aufgestellter Leiter, denn ich möchte hier unten natürlich das Füllen, also dass der Fuß nachher gerade hier auf dem Boden steht und nicht hier wie hier in der Luft hängt. Dazu habe ich jetzt hier so ein Winkelmesser dran. Auf der einen Seite, man sieht, es ist ja ganz gut parallel, denke ich mal. Und da kommen wir auf einen Winkel von ja, ein bisschen mehr als 75 Grad, also 77 Grad so in etwa, plus minus für die eine Seite. Ich muss jetzt natürlich darauf achten. Die Fußgröße, ist es der größere oder der kleinere Fuß? Ich glaube, es ist der kleinere Fuß. Das will ich jetzt erstmal notieren. Also 77 Grad in etwa hier für diese eine Seite. So, auf der anderen Seite liegt der Winkel auch ganz gut parallel an. Und hier sind es also 71 Grad. Gut, damit habe ich erstmal alle Daten, die ich brauche, um die Zeichnung hier wo für so einen Fuß zu gestalten. Zum Zeichnen hier von diesen 3D-Sachen nehme ich FreeCAD, die Version 0.1.9. Das ist eigentlich eine sehr gute Software. Man muss sich da allerdings ein bisschen einarbeiten. Es gibt da auf YouTube eine Menge Videos, wie man damit beginnt. Und mir persönlich hat es sehr stark geholfen, sodass ich jetzt auch selber die Sachen nur noch in FreeCAD mache und in keiner anderen Software mehr. Jetzt mal zu diesem Leiterfuß. Bevor ich jetzt hier irgendwas konstruiere, habe ich mir überlegt, dass ich erstmal mir so eine Schablone drucke, wo ich testen kann, ob die Maße, die ich jetzt da verwende, speziell für die Außenkanten am Fuß auch passen. Ich habe hier mal so einen Zettel schon hingeklebt und zwar dachte ich mir das so. Ich werde also hier, das sind ja hier die Fußmaße, also 40 mal 24, da so einen Rahmen drumherum kreieren, sozusagen, dass hier ein Ausschnitt entsteht. Und dann weiß ich auch, ob diese Maße hier passen. Wenn man jetzt sowas kreiert, wo was innen ausgeschnitten wird, muss man hier ein bisschen zulegen, sozusagen vom Maß. Man sieht ja hier, ich habe hier 40,2 und 24,2 angegeben, weil sonst der Drucker das exakt wahrscheinlich auf 24, vielleicht sogar ein bisschen weniger druckt und man würde hier jetzt in dem Fall diesen Fuß hier nicht mehr reinbekommen. Deswegen sollte man hier auf jeden Fall zwei, manchmal vielleicht sogar 3 Zehntel dazugeben von der Größe hier, damit es dann nach innen hin passt. Ich werde jetzt also als erstmal dieses Teil hier sozusagen gestalten in FreeCAD, ausdrucken und dann werde ich gucken, ob das über diesen Fuß gestülpt werden kann. Das Bauteil ist ja relativ einfach hier gestaltet. Ich kreiere hier ein neues Part-Design. Objekt, erstelle einen Körper, gehe in die Skizze, wähle die Fläche aus
Und dann zeichne ich erstmal hier ein Rechteck. Das Rechteck ist hier im Mittelpunkt, setze ich das ein. Und von den Maßen her hatte ich ja das überlegt, das war jetzt 48 mal 32. Dann schließe ich das Ganze, polstere es auf. Und zwar, man sieht jetzt hier, das ist jetzt ja, etwas zu dick, wenn man das jetzt drucken will. Ich mache das 3 mm, das reicht, um zu testen nachher, ob das dann passt. Sag okay. Und jetzt kommt hier der Ausschnitt rein. Beim Ausschnitt wähle ich jetzt hier diese Fläche, um eine Skizze zu erstellen. Erstelle die Skizze jetzt in dem Fall mit einem Linienzug. Das ist eigentlich egal, was man da verwendet. Und von den Beschränkungen, also man sieht, ich mache das jetzt mal etwas anders. Einmal senkrecht, dann einmal waagerecht. Auch hier die Bemaßung nochmal. Und zwar hatte ich ja hier gesagt, nicht 24, sondern, Quatsch, nicht 40, sondern 40,2, also 40,2. Und in der Höhe hier von 24,2, so. Dann möchte ich das Teil natürlich diesen Ausschnitt in der Mitte haben. Das heißt, ich bemaße jetzt hier links rüber 3,9, weil es kommen ja hier auf jeder Seite ein Zehntel sozusagen ab. Und deswegen nicht 4, sondern 3,9 und hier in der Höhe auch 3,9. Und damit ist auch alles definiert. Ich schließe das wieder hier. Und ich kann jetzt eine Tasche hier erzeugen. Das dauert manchmal einen Moment. Jetzt ist die Tasche drin. 5 mm kann eigentlich bleiben. Man kann es auch auf 3 stellen. Und damit habe ich erstmal hier jetzt mein Testobjekt, um zu gucken, ob hier in der Mitte der Fuß von der Leiter reinpasst. So, wie bereitet man jetzt den 3D-Druck vor? Man geht hier in das Modell, geht auf den Body. Und sagt Datei exportieren, dann STL-Datei, achso, ich werde erstmal speichern, Moment, Datei speichern und dann nehme ich hier Leiter, Fuß, ich mache mal Temp, also Template 1 ist praktisch nur für mich nochmal, dass ich weiß, es ist hier nur zum Testen und jetzt geht es daran an 3D. Also exportieren als STL-Datei, Leiterfuß Temp 1 Body, so nennt sich das dann, STL ausgewählt, speichern. Und als nächstes geht man dann in den Dateimanager, sucht hier die Datei aus, Leiterfuß Temp habe ich hier mal ausgewählt. Ich öffne es mit dem Prusa Slicer, weil ich ja hier einen Prusa Drucker habe, den Prusa Mini. Und dann sieht man das hier. Die Einstellung hier lasse ich, das ist 0,15 mm. Mit PLA drucke ich das erstmal, obwohl später das Teil in ABS gedruckt werden soll. Stützen brauche ich eigentlich nicht, weil das ist ein flaches Objekt. Keine Stützen, Infill 15% reicht aus. Und jetzt kann ich slicen. Dauern tut das Ganze da unten stets 14 Minuten und ich kann jetzt den G-Code exportieren. Den packe ich auch in die Datei Dokumente, sodass ich den jetzt, dieses G-Code-File, auf den Stick kopieren kann für den Prusa Mini und dann starte ich einfach den Druck. So, die Datei ist auf den Stick kopiert worden, habe ich auf den Stick kopiert und man sieht jetzt hier, das soll er ausdrucken. Also drucke ich das jetzt und das Ergebnis zeige ich dann gleich. So, hier ist jetzt das Teil zu sehen ausgedruckt. Ich habe allerdings hier in der Skizze noch hier in den Ecken Rundungen reingemacht. Ist jetzt nicht notwendig, aber ich dachte, es sieht schöner aus. Und jetzt werde ich die Leiter nehmen und gucken, ob das da über den Fuß passt. So, hier ist jetzt der Fuß zu sehen. Und ich versuche das jetzt raufzusetzen.
Ja, es ist ziemlich stramm eigentlich hier oben, hier unten nicht mehr so stark. Hier oben ist noch Grat, das heißt, ich werde das entgraten. Aber man sieht, so passt das ganz gut. Das gleiche werde ich jetzt mit dem kleinen Fuß machen. Also nochmal so ein Teil ausdrucken für den kleinen Fuß. Und dann kann ich sicher sein, dass die Teile, die ich jetzt dann kreiere, dann hier wirklich raufpassen. Denn nichts ist ja ärgerlicher, als wenn ich jetzt hier vier Teile ausdrucke und dann passen die auf einmal nicht mehr oder schlackern. Das wäre natürlich doof. Also zweites Teil für den und dann kreiere ich gleich die richtigen Füße und das sollte dann auch passen. Für das kleinere Profil mache ich genau das gleiche. Ich schließe erstmal hier die Datei. Man könnte jetzt praktisch die Skizze ändern, das ist aber aufwendiger, als wenn ich sie neu mache. Ich schließe das hier, mache eine neue Datei und erstelle eben auch einen Körper, ganz normal, XY und das Rechteck hier in dem Fall ist etwas kleiner und zwar habe ich mir mal eine Notiz gemacht. Wir haben hier den größeren Leiterfuß oder das größere Profil ist erledigt. Das zweite habe ich jetzt 41x44. Ich habe immer das so gedacht, dass man 4 mm Rand nimmt, sodass man dann von dem ursprünglichen Maß plus 8 mm hat. Also 41x44 ist das jetzt. Quatsch, nicht 41x44, sondern 41. Nee, das ist 31, muss das sein. Das ist falsch. Also 31 mal 44. Also erstmal hier nochmal das Maß 44. Und da das Maß 31. Dann schließe ich das wieder. Aufpolstern. Auch hier wiederum auf 3 mm. Mehr braucht man hier nicht. Dann habe ich das erstmal hier. Und jetzt kommt der Ausschnitt hier rein. Also gehe ich jetzt hier auf die Fläche. Achso, halt, Moment, hier muss ich erstmal auf OK drücken. Dann gehe ich hier auf die Fläche. Das war jetzt auch falsch, Moment. So, Skizze erstellen. Dann hier wieder einen Linienzug kann ich jetzt mal machen. Wie vorhin. So, waagerecht und senkrecht ist alles ausgerichtet. Von der Größe her haben wir ja hier bei dem kleinen Fuß 36, also 36,2. Und von der Höhe her hatten wir 23, also 23,2. Dann haben wir den Abstand von da nach da wiederum. 3,9 und auch dieser Abstand hier von da nach dort 3,9, sodass es in der Mitte liegt. Was man jetzt noch machen kann, das hatte ich vorhin nicht gezeigt, ich mache hier so eine Rundung rein, hier jeweils. Ja, dann sieht es vielleicht ein bisschen schöner aus. Radius ist jetzt eigentlich fast egal. Aber ich kann ja mal gucken, was hier ist. Ich glaube, ich hatte mal 3 mm. 3 und man sieht, es verschiebt sich jetzt alles ein bisschen. Das heißt, ich muss gleich nochmal gucken, ob die Maße stimmen. 3. Und zwar die Maße jetzt nochmal von da nach da. Ah, das hat sich verschoben. Das muss also 36,2 genau sein und nach oben hin hier haben wir auch 23,2. Da muss man hier immer wieder drauf achten, vielleicht gibt es auch einen Trick, das festzusetzen, weiß ich jetzt nicht genau. Ist jetzt auch hier nicht so relevant, aber ich messe trotzdem nochmal genau nach, dass man hier weiß, dass es genau in der Mitte ist, 3,9. Und hier von da nach da ebenfalls 3,9. Gut, damit ist es vollständig bemaßt und fest in der Mitte. Und da kann ich also hier rausgehen und die Tasche erzeugen. Und
kann wiederum das dann speichern, ausdrucken und testen, ob das dann in das kleinere Profil passt. So, auch das kleine Profil habe ich jetzt ausgedruckt. Es ist ein bisschen beweglich, also ein bisschen werde ich das nochmal dann in der Skizze nachher für den richtigen Fuß anpassen. Das große Profil, wie gesagt, sitzt sehr gut. Und jetzt möchte ich mal zeigen, wie ich diese beiden Füße hier konstruiere. Bei der Erstellung des Bauteils muss man sich natürlich im Klaren sein, wie der Drucker das am besten drucken kann. Es macht sicherlich hier keinen Sinn, das Ding dann schräg drucken zu lassen, weil ja der Fuß schräg ist. Das heißt, die XY-Ausrichtung ist ja die Druckerebene und da hat man jetzt, oder mache ich das so, dass ich im Prinzip die Seitenansicht als XY-Ausrichtung definiere. Das heißt, ich habe jetzt hier erstmal eine XY-Plane, die ich hier erzeugt habe. Und ich werde jetzt hier einen Linienzug erstellen. Das wird man auch gleich sehen, wie ich das meine mit der seitlichen Ansicht. Hier ist also jetzt die Schräge von dem Fuß. Und sodass sozusagen es die Schräge ist und hier von dieser Seite das Aluprofil von der Leiter reingeschoben wird später. Das ist also die Idee dabei. Jetzt geht's ans Bemaßen. Ich habe mir natürlich dazu vorher mal ein paar Notizen gemacht, wie die Bemaßung so sein sollte. Anhand auch der Muster also die Passungsmuster hier, die ich gemacht habe. Und wir haben hier die Seitenansicht, das heißt nach oben hin ist ja vom Fuß gesehen ist es die breite Seite. Das heißt das Maß, fange jetzt mal mit dem großen Fuß an, das wäre jetzt hier 48 in dem Fall. Dann haben wir hier eine Einschränkung, nämlich dass das waagerecht ist und das auch. Achso, das ist schon okay. Und jetzt ist es so, der Fuß wird ja hier von der Seite reingeschoben und ich habe mal an der Leiter kurz gemessen. Also der ist laut Abdruck an der Leiter ungefähr 25 mm tief drin in diesem Fuß gewesen, in dem ursprünglichen Fuß, sodass ich hier oben nicht nur 25 mm mache, sondern ein bisschen mehr, nämlich um 30, sodass noch sozusagen hier in der Mitte dann vom Fuß aus gesehen 5 mm Dicke übrig bleiben. Das sollte eigentlich auch genügen. Das heißt, das Maß hier oben, das habe ich jetzt auf 30,3. Dazu komme ich nochmal, warum das 30,3 sind. Dann haben wir natürlich den Winkel. Da habe ich gesagt, bei dem großen Fuß ist der Winkel 71 Grad. Hier ist der Winkel. Also von da nach da haben wir 71 Grad. Damit ist die Skizze erstmal soweit bemaßt komplett. Jetzt nochmal zu diesen 30,3. Wenn ich also die Leiter verlängere oder erhöhe, sage ich mal letztendlich um 5 mm, dann ergibt sich dieses Maß eben 5,3 in etwa aufgrund des Winkels hier. Und dadurch, dass der Winkel bei dem anderen Teil etwas anders ist, ist dann auch bei dem anderen Teil, bei dem kleineren Teil hier ein etwas anderes Maß. An sich spielt es keine Rolle, das ist im Zehntelbereich, aber ich mache es einfach mal trotzdem, dass es dann sozusagen korrekt so ist. Jetzt kann ich also hier schließen und die Skizze aufpolstern. Und bei dem großen Teil hatten wir ja eine Aufpolsterung von 32, und was man jetzt hier sieht, so sieht das Teil jetzt erstmal hier aus. Huch. Und hier ist also jetzt dann die Fläche, die gelbe Fläche, die jetzt hier markiert wird, die Seite, wo ja das Profil reingesteckt wird. Das heißt, ich muss jetzt hier auf dieser Seite eine neue Skizze erstellen. Also gehe ich hier rauf, erstelle eine neue Skizze, dann dreht er das um. Das ist jetzt nicht weiter wild. Da muss man eventuell noch mal gucken, manchmal wo er da genau steht. Also ich drehe das dann manchmal so ein bisschen, aber ist eigentlich jetzt hier eigentlich eindeutig zu sehen. Und jetzt kann ich hier die Skizze erstellen mit dem Maß 40,2 x 42,2.
zur Erstellung hier dieser Skizze nämlich die Rechteckfunktion, dann die Bemaßung dazu, nämlich 40,2 und nach oben hin 24,2. Dann die Bemaßung von diesem Punkt zu dieser Linie sind 3,9 und ja, von diesem Punkt zu dieser Linie ebenfalls 3,9. Dann ist das in der Mitte. Jetzt werde ich hier die Ecken abrunden in, und zwar hier mit der einschränkungserhaltenen Verrundung. Also einmal hier in der Ecke, dort. Wenn das jetzt nicht macht, dann muss noch mal zurückgehen. Ich weiß jetzt nicht warum, da ist irgendwie noch ein Bug oder so drin. Das macht er hier im Moment nicht. Ja, man sieht, er macht da eine sehr kleine Rundung. Und hier hat er noch gar keine gemacht. Da, jetzt hat er eine gemacht. Und jetzt gebe ich dort die Radien an. Und da hatte ich ja bei dem Demo-Stück oder dem Passstück auch 3 mm einfach genommen. Die Radius 3 mm. Hier auch. Und hoch dort. Auch noch mal 3, sodass es jetzt so aussieht erstmal. Die Skizze ist jetzt vollständig bestimmt und ich kann jetzt diese Ansicht verlassen und kann hier eine Tasche erzeugen. In dem Fall 25 mm. So, jetzt hier mal die Ansichtszeile, ist jetzt also 25 mm drin. Müsste ja genau passen und so ist das erstmal ganz gut schon mal vorkonstruiert. Was ich jetzt noch machen möchte, hier auf der schrägen, das ist ja die Seite, wo nachher die Leiter auf dem Boden steht, da so ein paar Treppenstufen einbauen. Das heißt, ich gehe jetzt hier wieder auf diese Fläche, sage Skizze erstellen. Jetzt sieht man, er hat das Teil gekippt wieder, macht jetzt aber nichts und dort erzeuge ich jetzt eine Treppenstufenform, sage ich jetzt mal. Habe hier also wieder ein Rechteck und bemaße zunächst. Das erste, was ich sozusagen mache, ist, ich mache das mal größer, dann sieht man es besser, die Punkte werde ich jetzt, oder diesen Punkt werde ich auf die Linie bringen. Dann habe ich hier die Höhe, die ist ja vom gesamten Fuß hier 32, also 32. Und bei der Breite hier nehme ich jetzt einfach mal 8 mm. Ich habe es mal so in etwa abgeschätzt. Das müsste eigentlich ganz gut klappen. Und jetzt kann ich hier das noch verschieben, wie man sieht. In dieser Richtung. Ich schiebe das jetzt einfach mal hier hin. So. Und kann das jetzt auch erstmal aufpolstern. Auch wenn jetzt ein Freiheitsgrad noch übrig ist, ich lasse das einfach erstmal so. Ich gehe also hier raus, polstere das auf. Und zwar, das habe ich mir so notiert, ja ungefähr 2,5 mm. 2,5. Und das möchte ich jetzt hier bis nach unten haben. Und da werde ich hier diese Funktion nehmen, ein Erzeugen eines linearen Musters. Gehe also jetzt hier auf das aufgepolsterte, auf die aufgepolsterte Skizze. Gehe hier oben auf das lineare Muster. Dann sieht man erstmal fast gar nichts. Dann hier links muss man dann angeben, wie lang das hier ungefähr ist. Und ich habe das auch nur so manchmal grob geschätzt. Weiß ich nicht, machen wir mal 35. Das kann man auch noch alles anpassen dann, wenn man sieht, dass es nicht passt. Man sieht jetzt hier oben ist sozusagen der zweite Klotz erzeugt worden. Ich habe also zwei Klötze, aber der ist in der falschen Richtung. Deswegen gehe ich hier auf umgekehrte Richtung.
Dann erzeugt er mir das hier unten und ich guck mal, wie viel Klötze ich da so reinbekomme. 5 ist schon ein bisschen knapp. Man sieht auch, diese 35 mm sind vielleicht ein bisschen zu wenig. Also ich mache mal hier 40 von mir aus. Mal gucken, was denn passiert, wie es denn aussieht. Das sieht schon besser aus. Allerdings nicht ganz gleich. Also ich werde jetzt hier das oben, gleich die Skizze nochmal ein bisschen nach oben verschieben. Aber so kann ich jetzt erstmal das lassen. Sag okay. Und gehe jetzt nochmal in die Skizze von dem ersten Klotz sozusagen. So, ich gehe also hier in das Modell wieder rein. Da sieht man schon das Linear Pattern. Sketch 2, 002, das ist der erzeugte. Und ich werde den hier ein bisschen weiterschieben. So, ich gehe nochmal auf Schließen. Ja, und jetzt sieht man, das ist jetzt einigermaßen gleichmäßig. Also der Abstand hier unten und dort ist in etwa gleich. So gefällt mir das eigentlich schon ganz gut. Und was ich jetzt noch machen werde, ich werde hier Phasen bzw. Abrundungen anbringen, denn es ist ja so, die Leiter wird ja eventuell bewegt und hier solche Spitzen überall, auch hier an diesen 5 Klötzen, die ich hier kreiert habe, das reibt sich sowieso ab, das würde sowieso eventuell abbrechen, wenn man jetzt die Leiter hin und her schieben würde. Man darf ja nicht vergessen, es ist ja ein 3D-Druck. Also ich runde das ab, damit es zum einen vernünftig aussieht natürlich ein bisschen und dass da nichts so abreißen kann. Dazu markiere ich jetzt hier mal eine Kante und dort auch. Gehe hier auf Abrundung. Dann zeigt er mir an die beiden Edges 43 und 46. Da macht er eine Abrundung von 1 mm mit dem Radius. Ich mache mal 1,5. Und macht also 1,5 und jetzt kann ich sagen Add. Und wähle hier eben die nächsten Kanten aus. So. Und die anderen beiden hier auch. Da sieht man auch schon, er fügt die hier hinzu. Dann sage ich okay. Und jetzt hat er alle abgerundet. Man hätte es natürlich gleich auch in diesem ersten aufgepolsterten Block sozusagen machen können und dann diese lineare Verkettung oder dieses lineare Muster, dann hätte er das gleich mitgenommen, aber so habe ich es jetzt einfach mal so gemacht. Also die Abrundungen sind jetzt da und ich runde noch mehr ab. Ich möchte jetzt eigentlich hier an diese Außenkanten jeweils eine Abrundung machen. Ich will aber auch hier oben, von hier oben aus gesehen, Phasen ransetzen. Und da ist es so, man muss dann zuerst, das muss man ausprobieren, eventuell erst die Phase ansetzen und dann die Abrundung. Deswegen fange ich mit den Phasen mal an. Ich will das mal kurz an einer Seite zeigen. Also ich habe jetzt hier diese Seite, nehme eine Phase und habe jetzt hier die Einstellung Two Distances, also zwei Abstände, also die X- und Y-Seite sozusagen ist unterschiedlich lang. Und jetzt kann ich hier, das sieht man ganz gut, hier runtergehen mit der einen Einstellung. So schräg irgendwie weg und mit der anderen kann ich in diese Richtung dann gehen, also hier zum Beispiel auf 3 mm, so dass es dann eine ganz gute ja, Optik, sage ich mal, ist. Es ist auch dann schräg, kann also auch nicht abbrechen durch Nutzung, wenn man jetzt die Leiter benutzt. Also so will ich das auf jeder Seite machen und danach kann ich dann hier an diesen Kanten dann auch abrunden. Das heißt, ich werde jetzt erstmal alle 4 Kanten hier oben diese schrägen ansetzen, diese Phasen ansetzen und dann danach hier unten abrunden, beziehungsweise wenn das nicht gehen sollte, irgendwie, manchmal hat die Software auch so eine kleine Macke, dann werde ich dort auch Phasen einfach anbringen. So, ich habe jetzt hier an den Kanten diese Rundung angebracht. Die Phasen oben sind drin. Hier auf der Rückseite habe ich auch nochmal dort Rundung reingemacht. Manchmal muss man ein bisschen aufpassen, wenn die Rundung vom Maß hier zu groß ist, bringt dann eine Fehlermeldung. Da habe ich jetzt nur kleinere Rundungen drin. Das spielt jetzt aber erstmal keine Rolle hier in dem Fall. Und so sieht das Teil jetzt aus, sodass ich jetzt das erstmal nochmal speichern kann und dann auf Body gehe hier auf und dann exportiere als STL-Datei. Ich habe das jetzt genannt Fuß 4024. Das heißt, ich weiß, es ist der große Fuß. Ich gehe mal in Dokumente rein. Dann speichere ich das und jetzt kann ich das dann hier aufrufen
Hier diese Datei ist es in dem Fall mit dem Prusa Slicer. Jetzt muss ich mal gucken, nach einem Dokument habe ich das reingeschoben. Hier nochmal mit dem Prusa Slicer öffnen, slicen, auf den USB-Stick spielen und dann kann ich das Teil schon mal ausdrucken. In der Zeit, wo der erste Fuß ausgedruckt wird, kreiere ich diesen zweiten Fuß in der gleichen Weise, natürlich ein bisschen kleiner, druck den aus und dann zeige ich gleich das Ergebnis, ob und wie das passt. So, hier ist jetzt der Fuß zu sehen, den mal raufgelegt und der geht doch ganz gut stramm rauf. Das gefällt mir sehr gut, ist noch nicht ganz drauf. Und jetzt kann ich also den anderen Fuß, den zweiten davon drucken und danach hier den kleinen Fuß. Es passt also erstmal soweit. So, die vier Füße passen nun alle, sind auch ziemlich stramm drauf, was ich ja eben schon gesagt habe. Und was ich noch mache oder gemacht habe, sieht man jetzt nicht. Ich habe hier noch eine Aluplatte drin, damit nämlich das Profil hier, was ja hohl ist, sich nicht hier so stark in das Plastik reindrückt, sondern dass die Kraft hier sich auf die Aluplatte verteilt. Das ist ja ein Reststück, deswegen ist da noch ein Loch drin. Aber so ist es, denke ich mal, ganz gut. Es passt wirklich gut, ankleben tue ich es nicht im Moment. Wenn ich merke, die lösen sich so ein bisschen, wie auch immer, dann werde ich es auch ankleben. Aber im Moment ist das erstmal nicht geplant. So sieht es jetzt im aufgeklappten Zustand aus. Also es passt alles wirklich ganz gut. Und ich bin damit auch zufrieden mit den 3D-Drucken ABS. Da komme ich vielleicht mal später auf ein anderes Video zurück. Es hat zwar soweit alles geklappt, aber es gibt da einige Sachen oder eine Sache, die mich nicht so, die mich ein bisschen stört. Aber es ist hier nicht so schlimm in dem Fall. Wichtig ist, dass die Teile hier stabil drauf sind und die Leiter wieder so ganz normal benutzt werden kann. Ja, das war es mal hier zu so einem Thema 3D-Druck und ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.